Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Immortals Phoenix Rising. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Und da hinten blinkt schon wieder was in der Ferne, das habe ich aber schon markiert. Wir müssen uns nun in die Gewölbe des Tartarus begeben, um die Tränen der Aphrodite zu sammeln. Damit der Zugang zum Gewölbe, wo sich der Geist des Achilleus versteckt, frei wird. Und wir ihm auf die Mütze klopfen können. So ist zumindest der Plan. Und ich drücke mal wieder die falsche Taste. Ich überlege gerade, wo würde es sich denn jetzt anbieten, zuerst hinzugehen. Ah, Moment. Hier haben wir das schon. Können wir das jetzt schon anwählen? Nachdem Aphrodites Wurzeln verdorrt waren, stand der Eingang zum Versteck. Der ist schon offen. Okay. Ach so, die verlorene Essenz, nicht Achilleus. Stimmt, das hier ist ein Geisterversteck. Ich glaube. Und was für ein Schwert. Schmacht, vielleicht kriegen wir dann eine bessere Variante unseres Schwertes. Ich will ihn mal an. Wir besiegen Achilleus. Das sage ich einfach so, als sei es ein Kinderspiel. Der war ja in der Geistform nicht ohne. Ich bin gespannt, ob wir eine stärkere Variante finden. Hier links neben uns ist aber irgendwo ein Kessel. Hui. Ich glaube, unter uns direkt. Ja, können wir uns nochmal neue Tränke brauen. Genau auf dem Kessel gelandet. Das ist doch schön. Maximum herstellen und auch hier. Und dann muss ich den Angriffstrank auch ordentlich mal nutzen, dass wir hier mehr Schaden verursachen und bei den Attacken auch noch Leben wiederherstellen. Rühr, rühr, rühr. Nochmal auf die Karte schauen. Große Lyra, die bringt ja nichts. Was habe ich denn hier markiert? Ach so, ja. Das wäre ja noch näher. Können wir hier eigentlich direkt mal schauen, was diese Fresko-Herausforderungen sind, die wir ja auch machen sollen hier für die Heldenprüfungen. Außerdem kriegen wir dafür nochmal einen Blitz und für die Prüfungen wahrscheinlich, weil es mystische Prüfungen sind, auch wieder Charons Münzen. Schauen wir mal. Wir rufen mal unser Reittier herbei. Wieso ist das nicht mehr verfügbar? Hallo? Wollt ihr mich veralbern? Wieso ist mein Reittier nicht mehr verfügbar? Aha! Wir standen nur falsch. Genau, und jetzt einfach geradeaus reiten. Oh, jetzt bin ich gespannt. Das klappt wahrscheinlich nicht. Nö. Dass wir vom Pferderücken aus nicht kämpfen können, ist ein bisschen schade. Macht aber nichts. Ach, es widerstrebt mir, den armen Tierchen ja was zu tun, aber wir sollen es ja machen. Die haben uns ja nichts getan. So. Für Obelix. Thank you.
Nicht mit mir, mein Freund. Selber. Hast du so? Da willst du ja wieder ein Steinchen holen. Oder wo willst du hin? Komm, ich warte nur. Ah! Zu spät reagiert. Egal. Weg mit dir. So ein Bilderschieberätsel oder was? Sieht schon fast so aus, ne? Aber wir brauchen hier irgendwas, wie es scheint, damit wir damit loslegen können. Na, Moment, Moment, das war falsch. Was müssen wir denn machen, damit wir das hier schon mal bewegen können? Das muss ja ganz nach links. Können wir mal ein paar Äpfelchen essen? Hey! Nimm mit. Da oben können wir noch rein. Na, willst du dich da nicht hochhangeln? Jetzt hängen wir hier rum und können uns da nicht hochziehen. Aha. Aha. Jetzt können wir das machen. Sehr schön. Ach, in solchen Dingen bin ich auch ein bisschen doof. Aber wir können das, glaube ich. Weiter nach links kann man es nicht schieben. Wieso können wir denn zwei auf einmal schieben? Das verändert natürlich einiges. Aber wir können das nur im Wasser schieben. Aha. Wenn wir das nur im Wasser schieben können. Dann haben wir das hier uns jetzt aber ordentlich verbaut, ne, mit dem. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Na. Die beiden müssen wir jetzt erstmal wechseln. Das sieht auf die Ausgangsposition. Ich glaube, das wäre einfacher. Moment. Das Problem ist. Doch, wir können es ja hier weiterschieben. Ich glaube, ich hab's. Ach, so geht's ja wieder nicht. Ist das denn egal, wo das ist?
das jetzt im Wasser ist, das muss wahrscheinlich genau in der Mitte sein, ne? Aber wir, ja, ja, wir können ja zwei auf einmal schieben. Ja, dann. So, gucken wir mal. Das drei? Nee, sechs hat Phoenix es gegeben. Bewunderte die blühenden Narzissen. Die letzten Überbleibsel des Mannes, der dazu verflucht war, sich in seine Spiegelung im Wasser zu verlieben. Wieso verflucht? Das macht doch jeder. Ich zum Beispiel bewundere gerade mein Spiegelbild in deinen Ketten, sagte der Narzisst. So, also, das haben wir gelöst. Hat, wie erwartet, Charons Münzen gegeben. Links von uns ist auch noch eine Truhe. Bernstein. Jawohl, also drei Goldbernstein finden wir immer in den normalen Truhen. Ja. Na, so. Willkommen. Und den haben wir auch schon mal. Tut mir leid, aber ich muss da noch ein Tier erledigen. So, Geisterversteck. Geisterversteck. Bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich nicht ohne sein. Achilleus Schattenheld. Schwierigkeit 3. Eieiei. Hier gibt's auch nur ihn zu bekämpfen, ne? Ah, ich nehme an, der wird nicht ohne. Ich habe auf jeden Fall diesmal... Leute, kriegen wir damit einen Dreifachsprung hin? Ja, wie geil. Also ich habe auf jeden Fall die Tasten neu belegt, dass wir hier die göttlichen Kräfte auch sinnvoller oder schneller im Kampf nutzen können. Ich weiß nicht, ob wir da schneller sein müssen. Nicht. Oh.
Okay. Leute, Leute, Leute. Da müssen wir wahrscheinlich wieder schnell hin. Obwohl, die bleibt da erstmal umliegen, oder? Nicht. Bleib stehen. Nein. Also, solange sie da schwebt, können wir uns die doch holen. Okay. Aber jetzt schwebt sie nicht mehr da. Wow, das war etwas gewagt. Muss sie da hin? Wo ist sie? Okay, hier oben muss sie auf jeden Fall rein. Und sie ist wohl wieder runtergefallen, die Kugel. Ach, du müsstest doch von der Physik her schon von alleine wollen. Jetzt, okay. Nein! Meine Ausdauer reicht nicht mehr. Ich will ja nicht runterfallen. Wieso lenkt der gerade so komisch?
Nimm, hol erst nochmal Luft. Sicher, dass sie gegen Achilleus kämpfen? Hier können wir uns noch mal heilen. Willkommen in der Kampfarena, liebe Leute. Das hätten wir noch nicht machen sollen. Nein. Shit. Weil die Dornen, mein Freund, tut sich der selber auch weh. Ei.
einem letzten Schlag fand der verfluchte Schatten des Achilleus ein Ende. Hey, was hat der uns jetzt gebracht? Müsste auch eigentlich rote Adamantsplitter gegeben haben. Boah, Leute, das hat ja mal ordentlich was. Heieieiei. Die Medaille des Achilleus, wo brauchen wir die denn? Ich guck mal gerade. Das scheint ja ein Questobjekt gewesen zu sein. Mit dem Symbol einer Feder geschmückt, wie die, die Achilleus von Patroklos geschenkt wurde. Wenn vier Medaillen zusammenkommen, wird angeblich eine verborgene Kammer sichtbar. Eieiei. Und da haben wir jetzt aber nochmal ordentlich blaue Scherben bekommen. Das schreit ja förmlich nach einem Aufstieg. Wir haben alle unsere Heiltränke ja verballert. Hauen wir mal ein paar Äpfel vom Baum. Damit wir uns da mal wieder was Schönes brauen können. So. Das Geisterversteck von Achilleus. Ja, dann schaue ich mir mal ja, hier das das Gewölbe links von uns an. Wir haben hier aber auch noch da eine bewachte Truhe. Wer bewacht die denn? Das ist jetzt die Frage. Da oben stehen sie alle. Das war doch ein Fehler, Leute, oder? Das war doch gerade definitiv ein Fehler. So, wir haben die 10 Tiere getötet. Am Baumstamm werfen. So, mein Freund, jetzt schmuggel dich mal nicht wieder weg. Ja, schmeiß einen Stein. Ja, mit der Leertaste ist noch nicht so optimal.
So, was befindet sich in der bewachten Truhe, Leute? Wirbelsturm. Ein neuer Bogen. Keine Axt, ein Bogen. In der Luft plus 150% Aufladetempo mit dem Bogen. Na, da bleibe ich aber erstmal beim Bogen des Odysseus. Und wir haben auch schon wieder genug zusammen, wen wundert's, nach dem Kampf gegen Achilleus, um hier ein paar Sachen aufzuwerten. Nur hier nicht. Ich glaube, da brauchen wir die gelben. Nee, die lilanen für Rüstungen und Helme. Die bekommen wir aus epischen Truhen, wenn ich mich recht erinnere. Immer 40, wenn ich da gut aufgepasst habe. Eure Welt hat meine Perfektion nicht verdient. Doch, ich bin großzügig. Redet der mit uns? Und nochmal olympische Feige. Sind das andere Pferde? Können wir noch ein zweites zähmen? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hier wollen wir doch nichts. Sepia. Ja. Damit haben wir schon die zweite Heldenaufgabe gelöst. Darf ich mal vorbei? Danke. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, aber wir müssen zu denen. Kuckuck. Ungünstig hier oben, ne? Für euch. Aber ich treffe auch nicht. Ach komm. Der will uns hier runterschmeißen, so geht's nicht. Ist trotzdem unter uns. Haben wir hier irgendwo eine Höhle oder sowas? Kriegen da nicht einen Apfel? Dann nicht. Ah, wahrscheinlich von der Seite irgendwie.
da unten sieht aber nach Lava aus. Oha, um hier reinzukommen, müssen wir wieder 3 Schalter betätigen, würde ich jetzt mal behaupten. Wer weiß, wo die hier in diesem Feldspalt zu finden sind. Oder öffnet sich das hier vielleicht erst, nachdem wir die... Das könnte zu hoch sein, oder? Oh, das schaffst du, das schaffst du. Ja. Questbereich. Eieiei. Der grausame Typhon hatte Aphrodites Tränen der verlorenen Liebe dort versteckt, wo Adonis vor ihr weggesperrt worden war. Oh, buhu, der arme, hübsche Junge. Also bitte, ich war gerade erst fast einen Monat bei Hades in der Unterwelt und es war zum Sterben. Da warst du also, als Typhon angegriffen hat. Ich musste den neuen Wein der Lethe probieren. Du weißt ja, wie das ist. Man vergisst einfach die Zeit. Hier ist aber auch noch eine Lyra, aber weiter oben. Wir müssen hoch. Oder ist das das, was wir da rechts gesehen haben? Hm. Das schaffen wir nicht, oder? Wird knapp. Zum Glück haben wir die Flügel. Nein! Nö, nicht mit mir! Das ist hier. Die haben wir doch vom Weiten schon gesehen. Wir haben gar keine Heiltränke gemacht und nix. Da habe ich keine Lust drauf. Tschö. Nicht bevor wir neue Tränke gemacht haben. Ich glaube, wir sind in ein anderes Gebiet gegangen, ne? Die Höhle des Krieges? Ne, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin, wir wollen uns hier noch ein bisschen umschauen. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal eine Schnellreise jetzt erstmal machen zur Halle der Götter. Damit wir uns erst noch mal ein bisschen aufwerten. Recht still hier. Ist aber auch ganz schön. Kein Jammern von Hephaistos oder Streit zwischen Athena und Aphrodite oder Ares in Rage. So, erstmal geben wir uns Warum das hier wir sie noch mal? Ja, ja. Der redet auch zu viel, ne? Der nervt ein bisschen. Also, besiege Tiere. Ja, gegen meinen Willen, aber wir haben es geschafft. Übernatürliches Scharmützel. Sie haben zwar keinen Körper, aber diese üblen Soldaten des Todes schlagen trotzdem ziemlich hart zu.
Mal sehen, wie hart du zurückschlagen kannst. Besiege die Soldaten des Todes. Sind das diese Roten? Gucken wir mal. Die Reittierrassen haben wir gezähmt. Ihr Sterblichen mögt also Schätze. Nicht, dass ich da drüber stehen würde, aber ich stehe nicht darüber. Hol mir alle Schätze. Finde und öffne normale Truhen. Das haben wir auch schon. Okay. Ach, die haben auch noch Übernamen hier. Goldinselspiele, ferne Ufer, Instandsetzung der Unterwelt und goldene Überhand. Okay. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal hier neue Optik. Ich will keine Optik, ich will einen neuen Bogen. So, mal schauen, was wir mit den Charonsmünzen machen können. Die Geschwindigkeit der Pfeile lenken. Ah, das wäre natürlich auch geil, so ein Sturm nach vorne. Mehrfachtreffer, aufgeladener Zorn. Das geht ja nur bei kleinen Gegnern. Schade. Wobei das nicht verkehrt ist. Hier haben wir noch eine göttliche Kraft. Blitz aus blauem Himmel. Ei! Jetzt wissen wir, warum wir den Vogel machen sollen. Vielleicht sollen wir uns doch darum mal kümmern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten in dem mittleren Bereich noch nicht. Der Hammer des Hephaistos. Oder sollen wir lieber unsere Fähigkeiten noch ein bisschen erhöhen? Eine höhere Combo wäre ja nicht schlecht. In der Luft ausweichen wäre auch nicht schlecht. Ich weiß es nicht, Leute. So, nach erfolgreichem Parieren direkt angreifen. Richtet 160 Schaden an und füllt bei Treffer. Das klingt ganz gut. Aber wenn dann den Schwertgegenangriff. Das belege ich auf jeden Fall. Und, das ist jetzt zu teuer. Schade. Naja, okay. So, und auf jeden Fall. Ich mache euch perfekt. Ihr werdet leiden, aber es wird sich lohnen. Ja, ja, halt den Mund. So, wir stellen auf jeden Fall nochmal Heiltränke her. So. Das mit den Dornen war ja gar nicht verkehrt. Ich glaube, ich erhöhe auch nochmal die Verteidigung auf 40%. Wirft Geschosse zurück. Auch nicht verkehrt. Ist alles so teuer, Leute. Aber wenn wir 10% wieder auffüllen bei einem Angriffstrank der Gesundheit, des Gesundheitsfeldes pro Treffer. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also belegen wir das noch. So. Ach, das hat auch andere Namen. Ich habe das bisher Stufe 1 genannt. Das ist ja kräftige, mächtige, überlegene und göttliche. Okay, die haben auch unterschiedliche Namen. Gut. Schmieden. Sag Bescheid, wenn du gern irgendwas kaufen willst.
auf jeden Fall will ich meinen Bogen verbessern. Schaut euch mal den Schaden an, den der Bogen da verursacht. Und auch mein Schwert. Ach, und wenn wir schon noch was über haben, dann können wir auch die Axt mal auf die nächste Stufe heben. So, und wenn wir die nächste Stufe hier erreichen, dann schalten wir ja auch den zweiten Bonus hier frei, ne? Das könnte auch interessant werden. So, jetzt haben wir uns hier aber erstmal ordentlich aufgewertet. Hier, klöppelt ihr das Schwert zurecht. Das war die Axt. Dann nehmen die Axt. Gut. Der geht mir auf den Sack, der Kleine. Hermes. Du wirst nachher eh von DHL abgelöst. Okay, also im Tartarus waren wir nicht, aber wir haben Achilleus besiegt, wir haben einige unserer Heldenaufgaben erfüllt. Ja, haben wir doch ein bisschen was geschafft. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns in den Tartarus auf der Suche nach Aphrodites Tränen im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.